Der erste Test des Jahres ist ein doppeltes Auswärtsspiel, denn einige Braunschweig-Fans sind in Spanien am Start. Klar, die SC-Anhänger hatten ihre Trips in den Süden, bereits in Sevilla und in Estoril. Die Eintracht mit der ersten ordentlichen Chance des Spiels. Domi Kumbela kommt gleich zweimal nicht zurecht zum Abschluss. Olli Baumann und Co. soll das recht sein. Auf der anderen Seite sieht es ein bisschen zielstrebiger aus. Mensur Muica mit dem Einwurf, Matze Ginter mit dem Schuss in den Winkel. Die Führung für den Sportclub in Minute 23. Absolut sehenswert. Der SC hat das Spiel in der Folge ganz gut im Griff und lässt wenig zu. Ausnahme dieser Schuss von Omar El Abdelawi. Oliver Baumann ist rechtzeitig unten. Kurz vor dem Pausenpfiff geht's da noch einmal zügig. Admir Memedi schnappt sich die Kopfballverlängerung von Wladimir Darida, ist auf und davon und von Marjan Petkovic nur noch unsanft zu stoppen. Klare Sache, das gibt Strafstoß und den verwandelt Admir Memedi selbst souverän zum 2:0. Beobachtet wird das Ganze vom einstigen Sportclub und jetzigen Werder-Coach Robin Dutt, der eine recht unspektakuläre zweite Hälfte sieht, bis zum testspieltypischen Massenwechsel in Minute 70. 9 Mann raus, 9 neue rein und die machen in der Schlussphase noch einmal ordentlich Betrieb. Marco Terrazino etwa lange verletzt, prüft Petkovic. Letztlich bleibt es aber beim 2:0-Erfolg über Eintracht Braunschweig im ersten Test des Trainingslagers. Dem noch zwei weitere Folgen werden, am Montag gegen den albanischen Erstligisten aus Laki und am Donnerstag gegen Union Berlin.